Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Ja, was besprechen wir heute? Wie ihr seht, ich bin ein bisschen, ja, ich glaube, ich werde krank. Man sieht es immer sofort in meinem Gesicht, wie ich drauf bin. Aber definitiv wollte ich heute noch das Video machen, bevor ich flach liege. Ja, Doppelmoral. Was kann ich denn dazu sagen? Ich weiß noch nicht, wie ich das Video nennen werde, aber es geht um Doppelmoral. Da kann man einfach nicht verstehen, warum reagieren die Ägypter in diesen Situationen jetzt so, wo es eigentlich islamisch dies so erwünscht wäre. Aber ja, es ist trotzdem, jeder findet es als normal und ja, da guckt man dann komisch. Hä? Das passt doch gar nicht zusammen. Fangen wir mal an. Na, also ich wohne ja jetzt nicht schon seit gestern hier in Ägypten. Ich habe jetzt schon einige solche Geschichten gesehen und was mir extrem aufgefallen sind, ich habe mir mal fünf aufgeschrieben. Vielleicht durch diesen Vortrag fallen mir noch ein paar andere ein. Werden wir sehen. Und fangen wir mal an mit Fernsehschauen, ne? Der Ägypter, der lässt ja den Fernseher von morgens bis abends laufen, ne? In allen Schichten, ne? Arm, reich, ne? Der von morgens bis abends. Da gibt es auch kein Kinderschutzprogramm, dass man sagt, hier, die Kinder schauen dann das jetzt nicht an. Die Kinder gucken alles. Wenn der Vater Actionfilme sieht, wo abgeballert wird, wo abgestochen wird, zusammengeschlagen, das Blut spritzt in allen Variationen. Die Babys, die Kleinkinder, die sitzen alle daneben und gucken sich das an. Ne? Weiß ich auch nicht warum, ne? Und da schüttel ich dann noch mit dem Kopf. Also meine Kinder dürfen das nicht sehen, solche aggressiven Sachen. Und das ist völlig normal. Da wird noch Chips dabei gegessen und, ne? Aber weh, da kommt der Mann und gibt einer Frau einen Bussi auf den Mund. Fernsteuerung, da wird weggeschalten, als ob da irgend so ein schlimmer Film laufen würde. Alle werden rot und hehehe, peinlich, ne? Ist ja voll peinlich. Hä? Da kannst du ja einen Kopf fassen, ne? Also, es kommt im ägyptischen Fernsehen jetzt nicht so oft vor, dass sowas passiert. Guck mal, jetzt zeige ich euch mal. Jetzt kommt doch gerade tatsächlich meine. Wenn man sieht, kann ich das jetzt umschalten wegen dem Video. Die ist auf den Tisch gesprungen jetzt. Da, ich bin gerade im Video drehen und da kommt die doch dazu und sitzt einfach hier. Das ist eigentlich Esmeralda, Esperanza, Entschuldigung. Und ja, seit ihr Mann gestorben ist, der Zorro, nenne ich sie nur noch die schwarze Witwe, weil die ist total glücklich, voll happy, als ob sie ihn umgebracht hätte, ne? Ja, was willst du denn jetzt? Ich habe jetzt mir so einen Tisch gemacht, da hopft, ist sie draufgehopft und kommt dann her. Hast du Hunger? Komm, komm. Ja, keine Ahnung. Sorry für die Unterbrechung, aber ich wollte es euch mal zeigen hier. Na, die schwarze Witwe. Voll glücklich, die vermisst ihn nicht, die ruft ihn nicht, nix. Die guckt nur nach sich. Ja, die waren ja nur kurz zusammen, ein paar Wochen. 3 Wochen oder so. Ja. Ciao, jetzt geht sie wieder. Hallas. Ja, also stellt euch vor, ne? Der Vater guckt da. Mashi, okay. Der Vater guckt da wirklich Kriegsfilme an und keine Ahnung, Action pur. Kopf abschneiden, alles drin, also ganz schlimme Sachen. Die Kinder gucken das auch. So, aber sobald einer einen Knutschi gibt hier, ne? Seiner Frau oder, ne? Sobald irgendwie was so Zärtlichkeiten sofort weggeschalten. Das gibt's nicht. Nein. Ja, voll bescheuert, ne? Okay, das war's. Das nächste, was mich hier auch immer den Mund offen lassen, da steht mir der Mund offen, ne? Die reden hier so locker. Also, die sind ja immer alle schüchtern. Man darf ja nicht hier über irgendwelche, jetzt muss ich gucken, wegen dem Licht hier, sorry, sorry, ich glaube, das Video muss ich nächste Videos mal drinnen machen. Die Tiere. Wir sind halt auf der Farm, im Bauernhof. Da könnt ihr. Marschi. Elvis. Ruhe. Der Elvis. Ich gehe mal nach vorne vielleicht mit euch. Moment, dass ihr. So sieht man es besser. Ja. Die Frauen sind doch hier immer so schüchtern. Oder spielen die Schüchternen. Wie auch immer. Ne, aber sobald sie dann mit der Schwiegermutter für die Hochzeit, ne, die Jungfrauen, wir reden hier von Jungfrauen, die gehen ja mit ihrer Schwiegermutter oder mit der Mutter in einen Unterwäscheladen. Ne, da werden ja die heißesten Teile ausgesucht, ohne Scham. Ne?
Die Schwiegermutter sucht dann aus, hier, das trägst du für meinen Sohn. Also, sorry, das ist für mich völlig peinlich und vor allem, wenn es noch schlimmer ist, wenn der Verkäufer ein Mann ist. Also, sorry, das geht gar nicht. Also, ich könnte das nicht. Vor allem, was denkt denn der Verkäufer? Der stellt sich doch die Frau dann bildlich vor, wie die damit aussehen könnte. Na? Also, so kopfkinomäßig, das passt doch nicht zusammen. Da hat doch ein Mann nichts zu suchen in so einem Geschäft. Und da hat auch die Frau nicht, sich Sachen auszusuchen, dass der Mann, guck mal, das zieht die dann irgendwann an. Also, ich gehe immer davon aus. Auch genauso meine Schwägerin, wenn ich da bin. Ah, was hast denn du im Schrank? Zeig mal deine. Sag ich, nee, ich zeig euch meine Sachen nicht. Es geht doch euch nichts an. Wieso? Kommt zu mir, ich zeig dir alles. Sag ich, nee, ich will das auch nicht sehen. Na, und wenn ich dann wirklich, war ich mal da und dann zeigen die mir die Teile und mein Kopf schaltet sich ein. Das geht doch nicht. Man kann sich doch nicht vorstellen, wie der Mann mit der Frau und die hat sowas an. Was machen die damit dann? Ne? Also ich in Europa, schreibt mir mal ihr das in die Kommentare. Bin ich so eine oder? Ja, jetzt hopft die wieder. Bin ich nur so eine oder? Keine Ahnung, also ich stelle mir das sofort vor, ne? Vor allem wenn sie dann voll dick ist und sich so ein enges Teil da aussucht. Wie sieht denn das aus? Natürlich hat man dann das, wie könnte das dann aussehen? Und schämst du dich da nicht vor dem Mann so rumzulaufen, ne? Also, keine Ahnung, da sind die total offen, aber wenn es um irgendwie andere Dinge geht, total zugeknöpft. Nein, wir sind schüchtern. Also ich finde, das passt nicht zusammen. Jetzt das nächste was. Also das regt mich ja richtig auf, ne? Und das mit dem Fernseher auch. Das sind, ja, vielleicht nenne ich das die 5 Sachen, die mich aggressiv machen in Ägypten. Wir werden sehen. Was auch voll schlimm ist, finde ich, die Trauerfeier, ne? Wir haben ja hier Jungfrauen, die noch nicht verheiratet sind. Die nennen wir hier Arusa oder Girls, die Mädchen, ne? Und wenn eine Trauerfeier ist, siehst du da keine einzige Jungfrau. Da sind nur verheiratete Frauen. Das ist unüblich, dass die Jungfrauen da hinkommen. Und ich verstehe das nicht. Ich frage mal, warum? Wieso ist das unüblich? Ja, weil die haben ja nichts Schwarzes. Ja, dann kauf ihr doch was Schwarzes. Nee, 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 nee. Die Jungfrauen brauchen nicht zu der Trauerfeier kommen. Okay. Ja, und was haben die Jungfrauen dann bitte schön auf einer Hochzeit zu suchen, ne? Da ist es kein Problem. Ja, da. Trauerfeier geht nicht, aber auf einer Hochzeit voll, ne, sich stylen, schminken, Musik läuft da und tanzen. Das ist erlaubt, das ist erwünscht. Das ist doch auch nicht im Islam erlaubt, aber alle rennen hin. Die könnten ja da vielleicht einen Mann finden. Weißt du? Ich weiß es nicht, es ist vielleicht nicht schön, dass ich das jetzt so sage, aber ich nenne ja keine Namen, aber es sind viele so, ne, die das dann machen. Da fällt mir nochmal was ein, ne? Disco ist ja Haram, wenn du sagst, ich gehe in die Disco. Nö, da gehen wir nicht hin. Aber auf eine Hochzeit, du, sorry, aber Hochzeit ist doch das gleiche wie Disco. Nur, dass da nicht so viele Männer gemischt sind. Oh, wobei auf manchen Hochzeiten, wenn ich im Internet paar Hochzeiten sehe, wo die Männer, da ist nur eine Linie, da ist noch nicht mal eine Wand davor, da ist eine Linie. Hier tanzen die Männer, hier tanzen die Frauen. Die Männer sehen, wie die Frauen tanzen. Also ist auch nicht mehr islamisch, wobei Musik hat überhaupt nichts im Islam zu suchen. Also das vom, ja, ich weiß auch nicht, was da kam, da fällt mir nichts mehr ein. Okay, aber dann sollen sie nicht sagen, hier, ich gehe nicht auf eine Trauerfeier, das hat ja, was hast denn dann auf einer Hochzeit zu suchen? Das hat ja auch nichts, ne? Das passt nicht. Disco, ist nicht erlaubt, aber das ist erlaubt, ne? Super. Wo ist da der Unterschied? Der gleiche Mist. Das sind so Doppelmoral, die mich richtig annerven. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Punkt. Ich glaube, das war jetzt Punkt 6. Das mit der Disco ist mir jetzt gerade eingefallen. Ja, Punkt 6 ist, na, Frauen rauchen ja nicht. Na? Das ist ja völlig, ja, auf der Straße rauchen, das kann man nicht bringen. Okay, es ist Haram, logisch, aber dann sollen sie nicht so sagen, ne? Rauchen ist Haram. Aber was machen sie? Die alten Frauen, Schnupftabak. Das ist auch Nikotin und da schnupfen sie sich die ganze Zeit mit Schnupftabak voll. Wo ist da der Unterschied? Ich möchte mal eine Geschichte erzählen. Ich fand die richtig lustig, ne? Und wir haben da richtig gelacht mit meinem Mann, wo ich das dann auch erzählt habe. Da war eine Frau auf der Trauerfeier, stellt euch vor. Die hat da voll, ja, ich habe was ganz Tolles aus Kairo mir mitgebracht. Ne? Alles, was aus dem Ausland kommt oder Kairo, das ist das Beste. Das Beste von Beste. Ja, so.
Das Beste. Leute, dann hat die so eine kleine Flasche ausgepackt. Ich dachte, sind das jetzt Augentropfen, ne? So zum Drücken. Da hast du so eine Spitze vorne gesehen. Für die Nase oder für die Augen. So Tropfen könntest du denken, ne? Und dann fängt die an. Das hat nur 13 Pfund gekostet. Talatascher Guinea. Okay. Ich denke mal, was könnte denn das sein, ne? Und die ist eine von den Reichen, ne? Von hier, von unserer Verwandtschaft, ne? Die hat ein riesen Anwesen, ne? Mashallah. Ne? Und die, ja, auch Witwe, ne? Mashallah, also eine ganz, ganz gut betuchte Dame. Und die hat sich aus Kairo, ne, dieses Zeug da gekauft, ne, und erzählt. Dann sagt die andere aus der anderen Ecke, ist es scharf oder heiß, sagen die, ist es Hami, ne, Hami. Und ich dann so, was soll denn da heiß sein, habe ich mir noch gedacht, ne, über was reden die da, ne. Nein, es ist nicht Hami, es ist nicht heiß, ne, nimm's ruhig. Und dann schmeißt sie das so rüber und die packt aus. Auf einmal merke ich, okay, das ist ja Schnupftabak. Und die eine da halb, die sitzt da, die hat ihren Fuß so gehandicapt, ne, verletzt und ist auch alt, kann kaum laufen, aber Schnupftabak, ne? Jolla. Ne, hat sich da erstmal so ein bisschen rausge auf den Boden geschmissen. Dann dachte ich mir noch, ja, wieso tust du das jetzt so weg? Weil das ist doch 13 Pfund, das ist doch teuer. Ne, dann hat sie sich das hin und dann hörst du noch von der Ecke. Schnupfen sich das Ding da rein und nur Taler und 13 Pfund. Ne? Da habe ich mir so gedacht, soll ich jetzt auch meine Sachen rauspacken? Ne? LM, Rot, nur 30 Pfund anmachen und was glaubst du, wie die geguckt hätten? Ne? Aber ist ja das Gleiche. Klar kann ich das nicht bringen, würde ich auch nicht. Ist auch Haram, öffentlich, eine Sünde jetzt extra da vor. Aber das ist für die keine Sünde, das ist auch für die nicht schlimm. Aber die sehen das auch nicht als Rauchen an, aber das ist genau das Gleiche wie Nikotin rauchen. Sie sind süchtig, das schädigt den Körper. Ja, na, was sollst du da sagen? Okay, ne? Wir haben da richtig gelacht mit meinem Mann. Hab gesagt, guck mal, hätte ich da, gut, ich habe die ja nicht mitgenommen, die, ne, die LM, aber hätte ich die mal ausgepackt, ne? Die Gesichter von denen. Haram, wie, du rauchst? Ja, wir sind am Aufhören. Ich mache immer Dua und ich versuche, also es ist eine große Schande, ich weiß, mir ist es auch nicht, aber wir werden es inshallah schaffen. Wie gesagt, das ist die Doppelmoral hier. Vielleicht fällt euch mal was ein, was Lustiges, schreibt es mal in die Kommentare, ich will auch mal lachen. Solche Sachen finde ich immer wieder, ne? Kein Blut, bloß Blut sehen, aber keine Zärtlichkeiten, das geht gar nicht. Reizwäsche, völlig normal, aber immer schön schüchtern, die Augen nach unten schlagen. Ja, und auf der Hochzeiten, ne? Ich will mal kurz sagen, ne? Auf Hochzeiten tanzen. Das heißt ja nicht, dass da nur Frauen sind. Nee, nee, nee. Der DJ ist ja im Frauenbereich. Und der DJ ist ein Mann. Und seine Helfer sind auch Männer. Das sprich, du tanzt da praktisch als Frau vor drei Männern. Oder vier, kommt drauf an. Und dann kommt ja noch der Bräutigam und kommt ja auch in die Frauenecke. Das heißt, der Bräutigam sieht ja auch alle tanzen. Dann hast du schon mal vier, die tanzen. Die dich tanzen sehen. Also von dem her so ganz ist es ja auch nicht. Das mal vor den Männern. Und auch, ah, dann gibt es ja noch die Nikabis, ne? Die Frauen, die mit dem Nikab ankommen und bei der Hochzeit den dann hochmachen, weil sie im Frauenbereich sitzen. Aber da ist ja der DJ. Da sind doch die anderen vier, fünf Männer, die dich sehen. Dann ist das auch wieder okay. Das war jetzt Nummer 7, Doppelmoral. Hä? Verstehe ich nicht. Naja, muss ich nicht verstehen. Vielleicht versteht's ihr, vielleicht bin ich hier völlig, aber ich glaube, nee, das kann man nicht verstehen. Ja, das war's schon wieder von mir. War vielleicht für den einen oder anderen auch so ein Hä-Moment oder kennt die eine oder andere das auch von ihrer Familie? Es ist zum Kopfschütteln. Fünf Kopfschüttler kann man die nennen. Sieben Kopfschüttler, sieben sonst. Sieben, genau. Ja, und wenn wir noch weiter schwätzen, fallen mir noch mehr ein. Jalla, das war's schon wieder von mir. Maschelema, bye bye.